made, all the people gave, and the poor got paid. And out of speakers, I did speak. I wore my sneakers, but I'm not a sneak. My Adidas cut up the sand of a foreign land. With Mike in hand, I told to command. Work it, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right, man, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man, that's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. Hallo, hallo. So, wir testen jetzt ein kleines Warm-up für die ganze Show heute Abend. Und das sind jetzt meine Breaker. Und das ist alles ein bisschen spontan. Das heißt, wir wollen gucken, wie reagieren sie, wenn wir Schritte ansagen oder wenn ein bestimmter irgendeinen Schritt vormacht. Oh, nächster Schritt von Luke. Und alle in dieselbe Richtung. Und die Arme mitnehmen. Und kick out. Das ist das, was wir eigentlich immer beim Training machen, um uns warm zu machen. Und das nutzen wir auch heute, um hier die Stimmung mal ein bisschen warm zu machen. That's how long I've been on ya. Oh, nächster Schritt, Robin. Me like it. I don't know if you get a man in that. If you make plans in that. If God put me in your plans in that. I'm tripping and drinking. Nächster Schritt, Luca. Und die Arme mitnehmen. Und Sie müssen jetzt darauf achten, ob Sie auch die ganzen Instruktionen befolgen. Luke, du bist in die falsche Richtung. Und Anfang von Six Step. Mika, du musst weiter nach hinten. Und 10 Liegestütze. Und wieder aufstehen. Paul, nächster Schritt. Okay, so, jetzt komme ich mal dazu und wir machen ein paar schwerere Schritte. Maiko, falsche Richtung. Und Ilja! Und Gustav! Und los, geben wir dir noch ein bisschen Energie!
Und in dem Schritt nach hinten gehen. Und nach vorne. Und nach hinten. Auf der Stelle. Okay, und stopp. So, sehr schön. Sah doch gut aus, oder? Super. Ich begrüße Sie zu den 25. Tanzphasen, das 25. Mal Tanzphasen hier. Und wir zählen nicht, das ist jetzt heute nicht 25-26 gewesen, sondern es ist 25-2, was wir gerade haben. Diese Bühne hier, die bedeutet eigentlich für alle Kinder weiterkommen, sich selber überwinden. Und wir hatten vorhin einen schönen Moment auf der Bühne, wo die ganz Kleinen hier alle einmal diesen Weg gegangen sind und ihren Namen nannten. Und das vor so einem Publikum wie Ihnen. Jetzt fangen wir mit den nicht so Kleinen an. Wir laden Sie ein in die Waldbühne. Wer war alles dabei? War jemand in der Waldbühne? Ach, hier doch ein paar Arme mehr. Für alle die, schön, haben wir uns ja gesehen, kann mich erinnern. Für alle die, die nicht in der Waldbühne waren, haben wir gesagt, ist ja gar nicht so schlimm. Wir bringen die Waldbühne hierher. Sie sehen hinten die Fotos. So sah es aus. Und jetzt bringen wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus unserem Programm aus der Waldbühne. Der erste will Sonne, der zweite braucht Regen, da kommt schon der dritte und der ist dagegen. Der eine mag's hellgrün, der andere blue, mein Kumpel, der pinselt mit schwarz alles zu. Der eine hat's gerne, der andere mag, der nächste ist höflich und kaum zu ertragen. Der eine will prügeln, der andere mag den Reiner, der nächste will klug sein und den mag nun keiner. Jeder will was anderes sehen, dafür sich natürlich kriegt nasse Füße. Der eine will Freedom, der andere Action. Und du erzählst mir was von Satisfaction. Der eine will starten, der andere landen. Wir haben uns mal wieder prima verstanden. Der eine will frei sein, der andere dabei sein. Und Jürgen hat Zahnstein und will heute allein sein. Jeder will was anderes sehen. Dafür, dagegen, dagegen, dafür. Der eine dagegen, der andere dafür. Doch in einem Punkt ist alles klar. Jeder findet sich natürlich. Jeder will was anderes hier. Dafür, dagegen, dagegen, dafür. Der eine dagegen, der andere dafür. Doch in einem Punkt ist alles klar. Jeder findet sich natürlich wunderbar, 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 wunderbar.
für Sie live noch einmal hier. Vielen Dank der Wand. Wir sehen Sie alle noch mal in der Wand. Tja, da stehen Sie bereit, die Jüngsten der Jüngsten. Schmetterlinge. Spezielles für Sie ausgedacht. Da kommen doch Sternenstaubmädchen, die mal zu mir. Sternstaub! Sehen wollen, diesen Sternstaub. Das war ein Trick, was wir gerade gemacht haben. Wir haben Material von einem Musical-Tanz genommen und ihn einfach mal auf eine andere Musik getanzt. Und
Wissen Sie eigentlich, dass wir Musiktheater spielen? Immer November, Dezember? Wissen Sie das? Wir haben so zwei Bands, mit denen wir zusammenspielen, schon seit über 20 Jahren. Da hast du aber noch nicht, glaube ich, mitgemacht, junge Dame. Die einen heißen Nobelpopel, die anderen sind Rumpelstil. Und beide sind Bands, die Weihnachten und manchmal auch mitten im Jahr sagen, ach, wollen wir nicht mal ein Märchen spielen? Und jetzt kommt's, Märchen, so eine richtige Geschichte erzählen, das ist es dann eigentlich. So erzählen wir ja kleine Geschichten in unseren Choreografien. Das sollte jedenfalls immer der Anspruch sein. Mädels, ihr Hexen, sag mal, ist es richtig frech, was ihr hier macht? Ihr bringt mich hier total aus dem Text. Ich will was über Nobelpopel erzählen und über Rumpelstil und über unsere Musiktheaterstücke und immer... Sehen Sie, wie die lächeln? Aber ich kann noch besser lächeln. Ich verzaubere die Besen von diesen Hexen. Moment. Ja, Hexen mit verzauberten Besen, habt ihr nicht gedacht, Mädels? Ja? Geht doch! Ja, ihr Süßen. Ja. Soll ich es noch ein bisschen länger ärgern? Nee, ich glaube, ich höre auf. Die gucken schon ganz böse. We'll be right back.
Diese Hexen werden immer besser mit ihren Hexenwesen. Ich musste ganz schön zaubern. Jetzt sind Sie dran. Ich habe für Sie gezaubert. Jetzt sind Sie dran. Ich muss noch auf die Tür gucken. Ich mache jetzt mit Ihnen einen Quiz. Tänze entstehen bei uns ganz oft durch eine Improvisation. Das heißt, wir kriegen ein Thema. Achtung, ihr müsst da Pilze tanzen, die haben einen Hut auf. Und es muss ein Huttanz entstehen. Gut, okay. Wann trägt man heutzutage Hut, wenn man nicht gerade Präger ist? Selten. Also Mädels, was gibt's für Hüte? Welche Berufe tragen Hüte? Und wie verhalten die sich? Wie laufen die? Wie gehen die? Wie gucken die? Wie spielen die? Wie sind die einfach drauf? Und das ist dann Improvisation. Dazu macht dann Micha Musik, versucht aufzufangen, versucht Räume zu lassen. Und Sie sind jetzt mal dran, die Improvisation zu erraten, die diese Mädchen jetzt Ihnen gleich zeigen werden. Wir machen immer kurz einen Halt, der wird hier vorne an der Bühne stattfinden und dann sind Sie dran. Rufen Sie rein, wir sind ja nicht in der Schule. Okay, also dann, Sie sind dran zu schauen, ihr seid dran zu tanzen mit diesen kleinen feinen Improvisationen. Immer etwas schwieriger. Hat schon jemand das Richtige gesagt? Die Strandgängerin. Danke. Genau, das ist unsere Sonnendame am Strand. Ist wirklich mit der Schwerste. Ist im Sommer entstanden. Geht jetzt nicht mehr, ist Winter. Nächstes Mal kommst du mit Skiern. Wunderbar. Ein allerletztes Mal Sie.
Alle in unserem Charakter auf die Tanzplätze, weil wir tanzen den Hut. Tut, Hut. Das war die Improvisation für einen Tanz, den wir uns jetzt noch angucken. Auf die Plätze, fertig, los, auf die Plätze. Wer tanzt jetzt hier mit? Organisiert euch, quackelt nicht. Ein Hut, der steht dir gut, wenn er nur richtig sitzt. Doch habt ihr auf der Nase seinen Sitz, wer passt du dir, das ist kein Witz. Siehst du einen schönen Pudding und dein Bäuchlein ist so leer, möchtest du gleich 20 Schüsseln, doch nach zwei kannst du nicht mehr. Ist, was du kannst bekommen, ist dir einfach mal zu groß. Man hat oft sich übernommen, später geht's Geheule los. Luftballons, sehr viele haben, möchtest du ganz unbedingt. Du hast zwar alle Farben, doch sie fliegen. Auf den höchsten Baum zu klettern, das schaffst du ganz frisch und munter. Doch nur mit des Opas Leiter kommst du glücklich wieder runter. Ein Hut, der steht dir gut, wenn er nur richtig sitzen tut. Doch hat er auf der Nase seinen Sitz, wer passt du dir, das ist kein Witz. Doch hat er auf der Nase seinen Sitz, wer passt du dir, das ist kein Witz. Was wird es die Hosen rutschen? Was wird es die Knie zittern? Was wird es die Wohnchen? So, jetzt ist Rappenrollen, keine Rappen, hat's gewonnen.
Also, die beiden sind übrig geblieben von einem ganzen Tanz. Und ich finde, das ist ein extra Applaus wert, weil die beiden waren auch schon zur Generalprobe. Wir hatten eine Stellprobe. Um so eine Veranstaltung wie heute zustande kommen lassen zu können, treffen wir uns meistens ein oder zwei Sonntage, bevor diese Tanzphasen stattfinden, und führen eine Stellprobe durch. Hier waren die beiden Mädchen da, super pünktlich, und das ist für mich super toll. Ein extra Applaus. Euer Applaus. Keine ahnte zu der Zeit, dass auch heute wir wieder hier alleine stehen könnten. Mein Gott, Frau Rinnert, was hört mit Ihnen los, wa? Auf jeden Fall ist es jetzt so. Und wir haben vorhin Köpfe rauchend, haben Sie uns hier bestimmt am Rand gesehen, überlegt, machen wir es nicht. Dann haben wir den beiden Mädchen in die Augen geguckt, so wie jetzt eben, und gesagt, nee, wir machen es. Ja? Und ich wünsche euch jetzt toi, 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 das ganze toi, 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 aus dem Saal spüre ich, kommt euch entgegen. Wir sehen jetzt Taktarten. Mehr verrat man nicht, wa? Los geht's! Thank you.
jetzt nicht alleine weiter. Ich bin heute sowieso nicht so im Redefluss. Darum brauche ich jetzt Ihre Hilfe. So ganz ohne Ihre Hilfe geht es hier nicht, wie Sie schon merken. Zwei Hände mitgebracht? Wunderbar. Sehr schwierig. Jetzt, diese zwei Hände können Sie entweder auf Ihre Oberschenkel, Vorsicht, sonst sind Sie morgen blau, hatten wir früher bei der Folkloreunterricht, bayerische Folklore. Danach waren die Oberschenkel blau. Wie gesagt, ich warne Sie, ansonsten können Sie auch so machen. Was ich brauche, ist ein Galopp. Und Micha, Micha, du hast erstmal Pause. Erstmal, wir haben schon. So, jetzt nochmal wir zusammen. Und. Sehr gut, sehr gut. Micha, wenn du merkst, dass wir jetzt schwächer werden, dann brauchen wir dich, ja? Also zur Unterstützung. Gut, ich stelle ihn vor. Warum machen die das eigentlich? Weiß das jemand?
Ja, sag mal, ganz laut. Sie kratzen sich. Dann zeig mal, wie das ausschauen muss. Oh ja, sie haben alle ganz glückliche Gesichter. Da gibt es viel zu kratzen, nehme ich an. Es ist wunderbar zu Ort, wenn sie den Blick hätten, den ich habe. Okay. Das war toll. Ganz glückliche Pferde. Was machen sie noch? Sie werfen ihre Hufe. Oh, ist das das, was so gefährlich werden kann, wenn da ein Mensch in der Nähe steht? Gut, ich gehe weg, ihr zeigt eure Hufe. Beeindruckend, beeindruckend. Aber Pferde, kommt mal her. Warum seid ihr heute hier? Weil wir tanzen möchten. Pferde seid ihr auf einmal. Gut, na dann auf die Plätze, fertig, los, geht auf die Ausgangsposition. Tanz, alles tanzt ja, alles. Ich hab's doch gewusst, wir haben eine Tanzphase. Zirkuspferde. Das sieht dann so aus. Ja? Wir haben sie. Ja? Tschüss, ihr Zirkuspferde. Ihr Wild- und Zirkuspferde. Ocean, and now I'm looking for a reason why you.
staring back. And all around these golden beacons, I see nothing but black. I feel the weight of something beyond them. I don't see what I can feel. If vision is the only validation, then most of my life isn't real. Cause if you're not really here, then the stars don't even matter. Now I'm filled to the top of fear that it's all just a bunch of matter. Cause if you're not really here, a bunch of matter. Cause if you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Heute wird es ein bunter Blumenstrauß-Tanz, von groß nach klein, von klein nach groß. Erstmal winken kräftig, genau. Jeder sucht sich sein Plätzchen, überlegen. Nochmal schnell Korrektur. Moment. Sieht hier so anders aus als im Tanzsaal. Wir stellen uns vor, der Stern himmelt über uns. Oh, da ist er schon. Perfekt. Wir schauen gemeinsam in die Sterne. You know the wind sure blows when the sun
Sternenhimmel nicht zu sehen. Und da kann man sich freuen, wenn vielleicht am Himmel über der Wiese ein paar Glühwürmchen leuchten. Ich hoffe, ihr ist in seiner Kiste. Glühwürmchen. In der Nacht. Die Sterne ganz nah. Wenn wir Erwachsenen dann noch Schwarzlicht machen, Halleluja, das war jetzt wirklich eine Leistung, ja? Irre, 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 ja? Die haben mich noch nie im Schwarzlicht getanzt. Thank you.
euch. Das waren die ganz Kleinen unter Leitung von Kira. Der ganz junge Ren, hoffentlich sind wir zum Finale, keine Angst. Ja, in Havanna habe ich sie, im Boot habe ich sie damit auch, im Tanzwiegboot. Sie haben heute einen kunterbunten, jetzt mache ich mir so einen harten Bruch von diesen süßen Kleinen, aber die bleiben nicht so klein. Meiner tanzt hier auch, der war auch mal süß und klein, sieht man noch auf Fotos von Tanzwiegen. Leider bleiben sie nicht so. Was wir jetzt sehen, oh Gott, Jungs, schocken, sorry, was wir jetzt sehen, ist die Mitte, das, was danach kommt. Ja? Was mich besonders an der Truppe, ich will es einfach auch mal sagen, so fasziniert, das ist Jugend, das sind Hip-Hop-Kids. Die sind die jüngsten Hip-Hopper sozusagen. Die sind ein ganz tolles Team. Die sind immer zur Probe da, die sind immer irgendwie volle Power mit Olga zusammen. Es nennt sich eure Truppe. Und sowas kann kommen nach dem kleinen hellblauen, was wir heute von Anemone gesehen haben. Es kann kommen eine Förderklasse, haben wir heute auch hier gesehen in allen Varianten. Ja. Es kann kommen Breakdance, liebe Papas. Ja, da könnt ihr dann mitüben. Es ist alles offen, vielleicht wird es auch Flamenco. Aber tanzen Sie. Und wenn Sie als Eltern noch nicht getanzt haben heute, dann, wenn Sie nachher nach Hause gehen, eine Runde mit den Kindern zusammen. Sie werden sehen, wie gut es tut. Ich mache jetzt die Bühne frei. Eltern haben wir im Boot. Ja, tolles Publikum. Toi, toi, toi jetzt euch. Sie meinen mal, die redet hier so lange. Tja, das muss man auch lernen. Hip-Hop-Kids. Mit dem Robert. Where you at? Just got to New York like a net on.
on a jet to London, to Brazil, to Quebec, like the whole damn world, to Quebec, to Berg, tell them lay back, slow down, better represent when we come to your town. So lay back, slow down, what you represent when we come to your town, say get in with the business, I'ma be there in a minute. I just spoke to Paris, sick of thinking about you, need a visit. I'ma run it to the limit, and me, I'ma win a Venice. LA got the people saying Tablettenausgabe kommen. Thank you.
lade ich Sie ein zum Abschluss von das ganz, ganz alte Berlin. Lange
Ich glaube, ich habe noch mehr. Moment. Ist Isabel? Darf ich vorstellen? Isabel. Ja. Isabel, hübscher Schauspieler. Ich keine Männer zu sein. Wie lange bist du schon? 16 Jahre. 16 Jahre. Es geht also immer noch länger. 12 Jahre. Gut. Ich habe auch jemanden, der noch länger dabei ist. Weil er war schon in meinem Bauch dabei. Mein Sohn. 17 Jahre. Also wenn man es genau nimmt, 18 Jahre. Weil er hat natürlich all die Zeiten hoch und tief miterlebt. Er hat natürlich keine Pause gemacht, bevor er auf die Welt kam mit mir, sondern wir haben hier immer den Laden gerockt mit Rumpelstil, wozu ich sie auch nochmal gerne einladen wollte. Wir haben mit Rumpelstil dies Jahr in Zehlendorf, nicht in Fez, Taritaro, da sieht man dann auch diese ganze lustige, es steht hier so ernst da, diese ganze lustige Bande hinter mir. Und wir werden auch hier in dieser, auf dieser Bühne mit Nobelpopel auch ein Stück spielen. Alles weihnachtlich, alles ein bisschen gruselig. Aber wunderschöne Musik und schöne, schöne Bilder, eine Einstimmung für die Vorweihnachtszeit. So, Finale. Finale? Finale, Micha? Gut, wir machen jetzt das Finale. Oder wir geben uns jetzt das Finale. Bitte Musik ab und ich bitte nochmal alle Kinder, vor allem erstmal die Größeren, so machen wir so einen Halbkreis, dann stehen wir so viel im Weg. Ich bitte Bregdens, weil ich sie sehe. Bregdens, unsere Nachwuchs, und unsere Förderklasse. Und Bilder von mir. Herzlichen Dank. Bringt uns mit der Leitung von Flo. Sie, empfehlen Sie es weiter, wir sitzen hier im gleichen Raum und sitzen in der Wahl. Ein großer Applaus für das Verbeugen. Da steht schon Ruben Lesig bereit unter der Leitung von Müller Essmann. Ich sehe Hip-Hop. Hip-Hop unter der Leitung von Eschen. Eine ganz gute Truppe organisieren sich auch schon ganz allein, stellen um, wenn jemand fehlt. Wirklich, mitdenken werden sie alle. Hip-Hop Kids unter Leitung von Olga. Die Förderklasse. Ja, die Förderklasse. Zit, kommt euch, dann rein. Unter Leitung von Flora und Julia. Die Förderklasse. K. Und die Fußballer. Jetzt kommt unser Regenschirmtanz, jetzt kommt unsere Pferde, jetzt kommt der Sommerurlaub, die kleinen Kinder, die kleinen Kinder, die Kinder zu Hause. Und dann ganz, ganz zum Schluss, hier fängt es an, unser blauer Traum, die Kindertanzklasse von Anemone. Ich glaube, da müssen wir Geld bekommen. Kommt mal zu mir, wir gehen zusammen, das macht sich besser. Unser kleiner Sternstreich. So, wir nehmen alle mit dem Elektro und winken unser Eck. Was warten Sie? Was warten Sie? Die 25. Tanzphase. Ich hoffe, es war eine unterhaltsame Stunde, es war eine schnelle Stunde. Ich mag ja Peter Fuchs, aber irgendwann wird es anstrengend. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude, Sie sagen es weiter, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie bei uns im Boot. Bei Wind und Sturm, wenn mal jemand keine Lust hat, Sie haben hier die Erfolge gesehen, motivieren Sie sie, weil, ich muss hier weg, weil, ist normal, denken Sie an sich als erwachsener Mann, er braucht nicht jeden Tag den gleichen Power. Und ich finde, was ich heute hier gesehen habe, ihr müsst unbedingt alle dabei bleiben, ihr habt es toll gemacht, gerade auch die Förderklassen, die haben mich heute zweimal getanzt, zweimal sich korrigiert, sie hatten die Chance, das ist auch ganz toll, dass im Wechsel getanzt werden konnte, eine A- und eine B-Besetzung, hat Spaß gemacht, ohne groß zu lügen, mir war es auch ein Vergnügen. So, jetzt möchte ich mich bedanken. Ja. Thank you.
das Lied hat wirklich ganz viele, auch diesen Sommertraum da, diese Regenschirme, schreibt Micha wirklich für die Kinder, 1:1. Und wir werden uns ganz große Mühe behalten, sie weiter so zu behalten, der Arman liebt es zu sein, und er komponiert es. Er geht mit Kira und Julia und Dorit in jeden Schritt. Wahnsinn. Ich möchte mich bedanken, ich komme jetzt nicht hin, bei Julia Lessmann, die diesmal nicht... Julia! Komm mal ran! Julia hat mich unterstützt, diese braucht immer viel Organisation. Liebe Julia, vielen Dank. Gestern noch nachts in der Tanzsuite geschrieben, heute schon wieder auf der Bühne von der Ware. Vielen Dank, Julia, für deine großartige Unterstützung. Könnt ihr auch noch applaudieren. Ich möchte mich ganz herzlich und damit auch verbunden, nun habe ich jetzt da stehen gelassen, bei Silvia Rippler bedanken. Ich möchte dich mal als Gesicht zeigen. Wer ist denn diese Frau? Wer ist denn diese Frau? Keine Ahnung, die Farben, die Tanzpausen ab, stelle ich sie offiziell vor. Silvia Rippler ist auch Tanzpädagogin und unterstützt die Tanzsuite im Moment in künstlerischen und pädagogischen Fragen, sodass wir immer das Niveau halten werden und immer besser werden wollen. Oder wir wollen es nicht nur, wir werden es. Wirklich, entspannen Sie sich. Lassen Sie die Bilder nochmal durch den Kopf rauschen. Gucken Sie Ihre Fotoapparate, ob alles gut geworden ist. Wir nehmen die Kinder. Anemone beginnt am besten zurück in die Garderobe. Sie kriegen sie hinten am Bühnenausgang, hier vorne am Ausgang, beziehungsweise, war ich richtig? Ja, genau. Sie kriegen sie auf jeden Fall wieder, aber wir freuen uns, wenn wir sie nächste Woche wieder im Unterricht begrüßen dürfen. Macht viel Spaß. So. Und die drei Väter werden wir wirklich mit diesen Hilfe. Das würde aber für euch bedeuten, wir jetzt alle schnell aus den Kostümen, damit wir sie wegpacken können. Auf Wiedersehen, es war sehr schön, wir sehen uns dann zu 26.